Der Tod einer Feile ist die zweite. Ich verpacke meine Feilen separat, wickel die zusammen. Keine Feile berührt die andere und nichts passiert, dass sie stumpf werden, sauber aufgeräumt. Bei der Raspel, die jetzt als nächster kommt, bitte von Holzresten befreien, mit einer Messingbürste, keiner vermessingten Bürste, sondern einer reinen Messingbürste, sauber machen vom Holz, weil Holz ist hygroskopisch, das heißt, es zieht Feuchtigkeit, die Raspel würde rosten und würde damit stumpf werden. Auch hier gilt dasselbe, separat verpacken, dann kann man alle zusammen in die Werkzeugkiste packen und fertig. Zum Schärfen ist es natürlich genauso möglich, mit Kombisteinen zu beginnen. Die gibt es in verschiedenen Körnungsabstufungen. Da entscheidet bitte jeder selber, wo er da beginnen möchte. Die Steine können im Wasser gelagert werden. Ich habe die hier in so einem Wändchen eingelagert. Die Gelehrten streiten sich darum, dass der im Wasser gelöste Kalk sich in den Steinen ablagert. Ich habe noch nichts gemerkt. Ich lasse meine im Wasser gelagert und finde es perfekt. Keine Zusatzstoffe bitte, wie Spülmittel oder sonst was reintun. Ab und zu mal frisches Wasser tut ihnen super gut. Wer möchte, kann natürlich gern eine Schärfhilfe benutzen, wo man das Eisen einspannen kann. Da bin ich kein Fan davon, weil man die Nutzungsfläche des Steins verringert. Es besteht aber die Möglichkeit, Schablonen aus Holz zu bauen, um exakt den Winkel zu erhalten, den man möchte.